Habe ich erstmal genug. Für ein Jahr ungefähr. Eineinhalb Jahre fast. Das ist. Muss man was essen? Ja, ich laufe einfach weiter die Straße lang und bleib hier an der Lichtung dann stehen. Hilfe, wie dicht dieser Wald ist. Das muss es sein. Was? Und hier ist eine Hermannskneipe, ist ja auch. Oh, geil. Wir haben es geschafft. Warte. Muss darauf, muss ich erstmal ein Fleisch essen. Ich möchte, dass du das im Hintergrund dann einspielst in dem Video. Ich weiß nicht, ob das rechtlich so gut ist. Du machst das halt mit dem Mund so. Du spielst auf Kazoo ein. Das mit dem Kazoo könnte ich vielleicht wirklich machen. Oh Gott. Das ist richtig detailgetreu nachgebaut. Ja, ne? Ihr kennt das richtig wieder. Ich auch. Das ist Fionas Irish Pub. Wer zum Teufel ist Fiona? Ui, hier ist was zu essen, ja, oder? Jetzt sag ich, ist das eine obere Etage. Echt? Ah. Hey, wo nimmst du die obere Etage her? Hast du mir Enfield? Ja. In die Munition. Wo? Du musst rausgehen, da an der Seite von dem Haus ist so eine Treppe nach oben. Echt? Hier. LOL. Hast du es gehört? Ja. Wenn man die Hintertür öffnet, dann klingelt das. Ich? Ja. Da ist er. Ja, wer schreit mir denn da sonst Mikrofon? Wer schreit? Mein Handy schreit. Lol. Wirklich. Das nochmal erleben, ne? Was? Dass ich in DayZ vor einem Ortsschild, vor dem Ortsschild Hermannsburg stehe, ne? Das gefällt dir, wa? Unglaublich. Dann können wir jetzt weitergehen. Mann, erkennst du es nicht mehr? Ah, da hinten ist das gute alte Eckhaus, was auch in Hermannsburg all steht. All diese Erinnerungen. Erinnerst du auf dem Mac-Zelt. Jetzt müssten wir hier ein Auto finden. Oh, da steht ein Auto. Ja, aber kein Scheiß. Es kann sein, dass das wieder so ein Fake-Auto ist. Ah, sieht schon so danach aus. Au. Hier ist also eine Militärbasis in deiner Heimatstadt. Was hältst du davon? Ah ne, das ist ein Leichenhaufen. Ja, dachte ich auch. Jetzt. Und? Fake-Auto? Ja, klar. Ich muss erstmal was trinken, ey. Oh, hier ist ein Tent. Muss ich erstmal suchen und auf Kazoo lernen. Ich esse und trinke einfach den lustiger auf, weil ich keinen Platz mehr habe. Oh mein Gott, Zombies! Lol, jetzt brauche ich Painkillers. Nein! Hä? Es ist der Kenny-Markt! Wo ist der denn? Straße weiter runter. Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder ein ziemliches Zombie-Problem. Alter, wie schlägt der denn bitte? Jetzt brauche ich schon wieder Painkillers, das kann aber nicht wahr sein. LOL! Komm unbedingt in den Kenny-Markt. Ich werde hier gerade von Zombies zerfetzt. Ich weiß nicht, ob ich hier wieder rauskomme.
Mann, was schießt du dich denn auch in so einer Scheiße ein? Ich wollte hier Sachen finden, aber ich wusste nicht, dass gleich 1 Million Zombies kommen. Es kommen immer 1 Million Zombies. Ach Gott, die Mädler, die kommen immer näher. Wo bist du denn? Im letzten Raum. Von welchem Haus? Neben dem Eckhaus? Komm mal. Guckst du auch immer mehr Zombies an? Noch ein Total. Ja, die M19 ist eigentlich nicht so laut. Oh mein Gott, nein, aua! Ich dachte, die Luft wäre rein. Ich lag falsch. Komm hoch, ne? Da sind 2 Zombies. Drecksack. Sind beide tot? Nee, von unten. Erde. Warum? Wow! Alter, Alter! Oh Gott! Ja, warum ist er nicht tot? Hat er in die Fresse geschossen? Wie hast du in die Wand geschossen? Völlig in eine andere Richtung. Okay, bleib dran. Komm. Wir müssen raus. Ja, warte. Oh, jetzt habe ich gerade Fleisch gegessen. Scheiße, jetzt muss ich wieder nachladen. Zu spät, du brauchst nicht mehr kommen. Okay. Ah, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Verdammt, Mann. Du hast dir den Nacken geschossen, du Schwein. Ne. Jetzt komm raus. Get down! Ach, da hinten ist der Candymarkt. Du musst hier mal, die schon alle angestürmt kommen, ne? Hier gibt's so coole Apartmentgebäude. Kann man da auch rein, anscheinend. Ja, boah, die sind wir voll uns mit Sachen, Mann. Na erstmal, warst du schon drin im Candymarkt? Im Candymarkt kann man die übelst gut abhängen, die Zombies. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Candymarkt, wa? Erstmal zu Candy. Erstmal. Ganz genau, das wollte ich auch sagen. Du kannst aber nur die rechte Tür aufmachen, mach mal die Tür ja, auf. Ja, ich weiß, das hatte ich beim Aldi-Markt auch schon. Oder beim Ildi wohl eher. Müssen wir warten, bis die hier reinkommen. Obwohl die... Ach, die gehen ja durch die Wand. Ach, das ist sehr fair. Alter, hier ist auch übrigens viel Zeug. Ja. Was ist das hier? Eine Watch. Das war zu Kenny. Bäh. ACP, Road Flares, Flashlight. ACP ist doch ganz gut. Ja. Eigentlich umswitchen. Scheint so, als ob die Zombies sich alle hinten sammeln. Das ist nicht unbedingt gut, weil wenn wir dann vorne wieder rausgehen, dann kommen die gleich wieder um die Ecke rum. Eine Watch. Watchman. So viele Zombies sind das gar nicht. Ich gehe mal in das erste Apartmenthaus. Ah, das hat auch eine Hintertür, wie ich das gerade sehe. Da sind Binoculars drin. Ja, das wäre ganz nice. Lol, die Treppe, die da drin ist. Nach oben? So gefährlich. Nach oben gehe ich nicht, das ist... Bin ich ganz geheuer. Ich bin schon oben. Ich geh ins Nachbarhaus. Da bin ich gerade drin. Hier unten ist liegt, ACP. Hier auch. Cloud. Oh, noch mehr Pasta zum Auffressen. Perfekte Pasta. Nee, es war leider nur unperfekte Pasta. Man kann ja nicht alles haben, ne? Ich bin ja nicht Sebastian Vettel. Die Tür ist blockiert. Oh mein Gott, geh rein! Ach du Scheiße, hier ist ein Zombie drin.
Ab auf die gefährliche Treppe. Das sind immer so riesige Munitionshaufen sind, dabei sind das nur 2-Round-Slugs. Die Zombies sind zu dumm, diese runde Treppe hochzugehen, glaube ich. Das ist so dumm, dass sie durch alles durchgehen können, ne? Ja. Voll spannend. Hier ist übrigens ein Hunting Knife. Ja, ich hab schon eins. So einem Supermarkt. Ich bin wieder rausgegangen. Und hier sind 2-Round-Slugs. Ach nee, du hast ja gar keine Schrofflinte mehr. Trinken ist hier noch. Ich geh erstmal in die Scheune. Meatpacks, Müll. Eine Scheune. Hier ist auch ein Fußballfeld. Hier ist übrigens eine Lee Enfield. Ne, eine Double Barrel Shotgun ist hier. Hast du. Du hast eine Enfield, ne? Eine Enfield, ja. Kann ich da hereingehen? Ein Hatchet und eine Jerrycan und zwei Zombies, die gerade Sex haben. Wo bist denn du? Ach da. Ja, da hier vorne liegt eine Double Barrel unten auf dem Boden, in der Ecke. Hast du mal in dieses Zelt da reingeguckt, ob da was drin ist? War nichts drin. Vielleicht muss das erst spawnen. Da ist doch eine Box drin. Echt? Ja. Gear. Geil! Alter. Was denn? Erstmal ordentlich Bloodbags einstecken. Sehr gut. So, jetzt haben wir auf jeden Fall keine Blutprobleme mehr. Muss ich mir mal gleich eins geben, wenn wir wieder im Wald sind. Brauchst du ja auch eins? Nicht unbedingt. Egal, wir sind reich. I'm rich, bitch. Oh, da bist du ja. Ich finde, wir halten uns nördlich dann, also laufen wir jetzt noch hier vorne im Wald irgendwo nördlich. Ja. Ich will nach Fassberg. Ich möchte da nicht so direkt hin. Ich gehe in diesen Wald da, wo ich jetzt drauf zusteuert. Ich bin immer noch schneller als du, kann das sein? Ja. I'm too fast. Sind vier Zombies hinter dir, glaube ich. Ja. Ja. Soll ich ein Stück durchlaufen, dass du da los wirst? Ja. Dann werde ich dich wahrscheinlich auch wieder los, wa? Ja. Das Kenny. Da. Aber ihr habt doch auch einen Edeka, was ist der? Alles Lügen. Diese Karte basiert auf Lügen. Ja, echt voll nicht detailgetreu und so. Alles andere war ja da. Du rennst hier schon wieder durch diese komischen Büsche durch. Ja, die sind aber nur ganz dünn. Ja. Ja, du rennst schon wieder, bist schon wieder voll weit weg. Vorne wollte ich hin, zu diesen anderen komischen Büschen. Die bieten ein bisschen mehr Deckung als diese dürren Bäume. Du hast einen Rocker hinter dir. Den muss ich mal gerne mal unterm Rock fassen. Bringst du den hierher mit? Ja. Er ist tot. Ja, Bloodbag wäre ganz gut. Kannst du mir aus dem Rucksack rausnehmen?
Hast du ihn gerade geheilt? Ach Quatsch. Achso. Heile mich! Du betest gerade für mich, so sieht's zumindest aus. Boah! So viel Farbe, Alter. Geht mir mal richtig einer ab. Wenn das irgendwer beobachtet, dann sind wir wirklich ziemlich behindert. So, mein Kompass sagt, der Norden ist in diese Richtung. Lichter Fassberg. Guck mal auf deine Map.